Willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Huch! Das sprintet endlos los. Gut, wir sind hier stehen geblieben. Ich habe nochmal geladen, weil ich habe den ja abgeknallt da hinten. Aus Spaß, das hat nur einen negativen Ruf gebracht bei den Pulverbanditen. Was ist der da? Das hört sich aber nicht an, als würde er Klöße essen. Ich will gar nicht wissen, was das für Klöße sind. Okay, Trudi, moin! Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Jo. Gut. Ich habe Ihren Streit mitgehört. Worum ging es dabei? Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat. Also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Ah. Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Ja. Warum töten Sie Gorb nicht einfach? Und basta. Sie meinen, ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Ja. Ey, was werden Sie tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet. Was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Okay, das ist ja nicht so gut. Egal, ich möchte über etwas anderem sprechen. Über etwas anderes sprechen. In Ordnung. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Nice. Helfe ich Ringo, bin ich also in Guxpings beliebter. Und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Keine Ahnung, warum sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen, aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Okay. Wer war der Mann, mit dem Sie sich gestritten haben? Er ist ein Sträfling. Nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Ja. Ich versuche, die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Nicht viel. Außer, dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkahne versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Versehentlich, ich weiß. Haben meine Angreifer was gesagt, wo sie hinwollen? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Oh, scheiße. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Wohin wollten Sie als nächstes gehen? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen. Den Highway 93 hoch. Soll ich mir mal Ihr defektes Funkgerät anschauen? Oder Radio? Klar. Von außen sieht man nichts. Aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Ja, klar. Machen wir doch denn. Kennen Sie den Roboter, der mich gerettet hat? Ich kenne dieses Ding so gut wie jeder andere hier. Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Warum ist so eigentlich ganz nett? Was macht er hier eigentlich?
Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Sie mögen ihn nicht. Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Ist auch ein Roboter, ne? Kann die Seele drin. Wie lange ist er schon in God Springs? Er war schon hier, als ich den Saloon vor 7 Jahren übernommen habe. Angeblich hat sein Eigentümer hier gewohnt, aber niemand weiß, wer das war. Schon gut. Reden wir über etwas anderes. Ist mir recht. Hat God Springs viele Bewohner oder Besucher? Hauptsächlich Händler, die Großhornfleisch und Felle kaufen wollen. Die sind auch der Hauptgrund, warum der Gemischtwarenladen überhaupt noch läuft. Die meisten Reisenden auf der I-15 Richtung Süden gehen direkt nach Prim weiter, wenn sie nicht gerade unbedingt Vorräte brauchen. Geht irgendwas Interessantes im Rest des Ödlands vor sich? Es passiert immer was Interessantes. Aber das Wichtigste ist wohl die anstehende Auseinandersetzung zwischen der RNK und der Legion am Damm. Reden wir über die RNK. Die Republik Neukalifornien hat am meisten Macht in Nevada. Geld, Truppen, die ganze Palette. Sie tun ihr Bestes, um für Sicherheit in der Region zu sorgen. Aber wenn Sie mich fragen, muten die sich zu viel zu. Sie verteilen sich zu sehr. Naja, das kann man ja ändern. Warum wollen Ihrer Meinung nach sowohl RNK als auch Legion den Damm? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die RNK den Damm halten will, weil er eine der wenigen Möglichkeiten in der Gegend ist, Strom zu erzeugen. Die Legion ist allerdings ein Haufen Wilder. Keine Ahnung, was die mit dem Damm wollen. Wahrscheinlich wollen sie ihn zerstören oder so. Das könnte sein. Was können Sie mir über die Legion sagen? Sklaventreiber, Killer und eine Menge Ärger. Sie ziehen sich wie römische Soldaten an, also werden Sie sie sicher erkennen, wenn Sie sie sehen. Gerüchten zufolge ist die Legion deutlich größer, als die RNK zugibt. Und es ist reines Glück, dass die Legion das Gebiet noch nicht überrannt hat. Ach, dann hätten Sie es doch schon nichts getan. Gut handeln wollen wir nicht. Passen Sie auf da draußen. Jo, mach ich. Siedler. Doc Mitchell weiß wirklich, was er tut, nicht wahr? Jo, weiter. Radio. 20 haben wir. Okay. Haben wir die Musik wieder zum Laufen gebracht? Trockene Kehle? Das kann ich ändern. Ja, genau. Ich habe Ihr Funkgerät repariert. Ja, ich habe gehört, dass es sich wieder eingeschaltet hat, nachdem Sie damit fertig waren. Hier, ein paar Kronkorken für Ihre Arbeit. Danke für die Kronkorken. Gerne doch. Also, kann ich Ihnen was bringen? Nö, gerade nicht. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf da draußen. Gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Waffe weg. Sunny ist noch nicht hier. Hieß doch Sunny, ne? Die Namen sind manchmal ein bisschen komisch. Ja, also ich weiß, glaube ich, schon, welche Fraktion ich gehen würde. Ich würde dann die RNK nehmen. Ja, aber wir sind ja noch nicht so weit, dass wir hier schon fest entschlossen sind. Wir gucken erstmal. Ich werde noch eine Abstimmung machen im Video. Irgendwann und dann, wenn es interessant wird, und dann gucken wir mal, welche Fraktionen wir reingehen. Sonst jetzt das Varilla. Tankstelle mal schnell aufmachen hier. Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Was wollen Sie wegen der Pulverbanditen übernehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance.
Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Ich frag mal rum. Mal sehen, wen ich alles auftreiben kann. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Mach ich. Achso. Ich bin an Subnautica gewöhnt, deswegen drücke ich immer Maustaste. Okay, dann machen wir Sunny. Da ist Victor. Und dann die anderen Leute der Stadt. Victor, wo willst du hin? Er will wieder zu seiner Bühne rennen. Und da gehen wir gleich auch nochmal hin. Prospector Saloon. Wollen wir da mal wieder rein. Na? Hallo. Bleiben Sie noch länger in Good Springs? Klar. Ich werde Ringo gegen die Pulverbanditen unterstützen. Gegen die Pulverbande unterstützen. Könnt ihr ihre Hilfe brauchen? Sagen Sie nichts weiter. Ich bin dabei. Cool. Das war ja einfach. Joe Cobb will uns in Ruhe lassen, wenn wir ihm Ringo übergeben. Aber ich kenne Kerle wie ihn. Früher oder später greifen sie doch die Stadt an. Allerdings sind Sie, ich und Ringo nicht wirklich eine ernstzunehmende Truppe. Eine Menge Leute hier bewundern Trudy. Wenn Sie Trudy überreden könnten, bei uns mitzumachen, würde das vielleicht ein paar der Leute hier auf unsere Seite bringen. Ich weiß, dass Easy Pete Dynamit rumliegen hat. Und Chet hat gerade Lederrüstungen reinbekommen, die wir leihen könnten. Reden Sie mit ihnen. Und die Chancen stehen gut, dass wir einige Löcher davontragen. Wäre also nicht schlecht, wenn Doc Mitchell ein paar Stimpaks springen ließe. Ja, irgendeine Idee, wie man Trudy dazu bekommen könnte, sich uns anzuschließen? Man wird wohl mit Engelszungen reden müssen. Nee. Trudy muss überzeugt werden, dass wir einen guten Plan haben, wie wir den Kampf gewinnen. Wäre Chet gewillt, uns seine Vorrede zu überlassen? Ich glaube nicht, dass Geben zu Chets aktivem Wortschatz gehört. Selbst wenn die Stadt auf dem Spiel steht, wird er noch falschen wollen. Wie komme ich an Easy Pete's Dynamit? Easy Pete passt gut auf sein Dynamit auf. Sie müssen ihm beweisen, dass sie etwas von Sprengstoffen verstehen, damit er welches rausrückt. Mist. Ich muss nach Prim. Können Sie mir eine Route empfehlen? Nehmen Sie einfach die Straße im Südwesten, bis Sie auf den Freeway treffen. Prim ist die Stadt mit der Achterbahn direkt südlich. Kaum zu verfehlen. R&K-Patrouillen halten den Highway zwar ziemlich sauber, aber halten Sie lieber Ihre Waffe griffbereit. Man weiß ja nie, wen oder was man so trifft. Abseits der Straße werden Sie schnell auf angriffslustige Tiere treffen. Ich würde Ihnen raten, möglichst auf dem Highway zu bleiben. Boah, das kriegen wir hin. Ich bin momentan etwas knapp an Kronkorken. Es gibt hier wohl nicht zufällig etwas Arbeit? Nein, nicht in Good Springs. Schade. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easy Pete mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Ein Magazin über Dietriche? Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Und die Haarklammern? Die brauchen Sie, um das Schloss zu knacken. Oh. Aber seien Sie vorsichtig. Zu viel Druck und sie bricht ab. Okay, ich schaue mir diesen Safe mal an, wenn ich dazu komme. Ich helfe immer gern, wenn jemand mal Pech hat. Gut, was machen Sie hier? Größtenteils jage ich Geckos. Das Fleisch ist ziemlich gut und es gibt immer Abnehmer für die Häute. Ich halte auch Red-Skorpione und Kojoten vom Dorf fern. Gibt nicht viele Leute in Good Springs. Deswegen verirren sich immer wieder Wildtiere hierher. Das ist ja auch nicht so gut, ne? Sprechen wir über die Gebiete um Good Springs herum. Sicher. Was möchten Sie denn wissen? Welche anderen Städte gibt es hier in der Nähe? Südöstlich von hier ist Prim. Kann man kaum verfehlen, weil sie eine Achterbahn mitten in der Stadt haben. Dort gibt es auch einen R&K-Außenposten. Cool. Wenn man der Straße nach Norden folgt, kommt man nach Sloan und Quarry Junction. Die bauen da Fels oder so ab, haben aber wohl in letzter Zeit Ärger. Da würde ich nicht lang gehen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Gibt da ein paar Viecher, die es nicht mögen, wenn man auf sie schießt. R&K? Die Republik Neukalifornien. Ein Haufen Siedler und Soldaten aus dem Westen, die sich Nevada unter den Nagel reißen wollen. Die können manchmal ganz schön penetrant sein, aber ihretwegen sind die Straßen sicherer. Also lasse ich es meistens durchgehen.
Okay. Nicht, dass ich groß die Wahl hätte. Wofür beschützen die RNK sie? Wovor beschützen die RNK sie? So. Da wären zum einen die Wildtiere, zum anderen randalierende Einheimische. Sie schützen ihre eigenen Leute und das hilft auch uns. Sie halten auch diese andere Gruppe aus dem Osten im Schach. Was wissen Sie über die andere Gruppe? Hat einen seltsamen Namen. Nennt sich selbst Caesar's Legion. Hab sie hier noch nie gesehen, können also nicht viel dazu sagen. Ich höre Gerüchte, aber das war es auch schon. Sie halten angeblich Sklaven und haben eine richtig fiese Hinrichtungsmethode. Aber vielleicht haben sich das die Leute von der RNK auch nur ausgedacht, damit sie wichtiger erscheinen und etwas willkommener sind. Was für Viecher gibt es denn da draußen? Hier in der Gegend gibt es Geckos und Kojoten, die in großen Rudeln ziemlich gefährlich sind. Ansonsten muss man sich keine Sorgen machen. Die Geckos sind nicht sehr zäh, beißen aber kräftig zu. Draußen im Ödland gibt es wohl noch größere, fiesere Varianten. Doch gesehen habe ich die nie. Bleiben Sie auf den Straßen und halten Sie sich von den Hügeln nördlich von Good Springs fern. Die Viecher sind da groß und giftig. Mehr wollte ich nicht wissen. Reden wir über etwas anderes. Wenn Sie noch was wissen wollen, dann fragen Sie ruhig. Auf Wiedersehen. Ich werde warten. Jupp. Cheyenne, Platz. Rudy. Sie wollen es also mit Joe Cobbs Bande aufnehmen. Sehr riskant. Aber Sie müssen wohl tun, was Sie für richtig halten. Ja, klar. Schleichen oder Sprache? Mist. Gut. Wir machen mehr Sprache. Mal gucken, draußen. Easy Pete. Wo ist dein Dynamit? Ich glaube, da saß drin beim Essen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Nee, ich brauche Vorräte, um gegen die Pulverbanditen zu kämpfen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Okay, falschen muss ich auch schon. Was wissen Sie über die Lage mit den Pulverbanditen? Wenn Ringo nicht alleine loszieht, sollten wir ihn ausliefern, denke ich. Die Stadt sollte sich in dieses Problem nicht einmischen. Halten Sie mich jedoch nicht für einen Feigling. Wir sind alle Kämpfernaturen und wenn nötig, opfern wir unser Blut. Aber wir suchen keinen Ärger. Ja. Immer mit der Ruhe. Das war's denn jetzt? Dann gehen wir mal da oben gucken. Nee, wir gehen erstmal mal da rein. Ja, das war denn wohl nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Ah, da. Hallo. Moin, ich setze mich meine Gegenüber. Howdy. Ich höre, Sie haben Dynamit. Das würde uns helfen, die Pulverbanditen zu besiegen. Zu gefährlich. Wenn ich das einem von euch gebe, sprengt ihr euch alle in die Luft. Das Zeug bleibt besser, wo es ist. Sicher ist sicher. Scheiße. Yep. Yep. Wissen Sie etwas über... was wissen Sie über Joe Cobb? Stinkt nach Ärger. Das ist hilfreich. Willkommen. Ja, schön. Auf Wiedersehen. Yep. Red mal in ganzen Worten. Ja, wir können hier noch nicht viel anfangen. Wir hacken mal ein bisschen. Ist zwar negativ Karma, aber egal, wir machen das einfach mal. Okay. Wieder. Ja, komm.
Kurierdienst da. Nochmal voll, komm. Nee, das brauche ich nicht. War nichts mehr, ne? Nee, Mist. Naja, Karma ist gleich weg. Einmal noch. Oh, Eintritt entfernen. Eintritt entfernt, das ist auch gut. Eintritt entfernt. Ja, Eintritt entfernt. Ach ne, scheiße, er hat mir so aufgefüllt. Komm schon. Ein noch. Okay, dann halt nicht. IMG. So, nice, wir haben's. Und Level up. Gut, wir brauchen. Wo ist das denn? Den Sprengstoff brauchten wir. Sprache machen wir mal auf 25. Und Sprengstoff. Das andere war falsch. Oder? Heller Kopf. Nee. Langzeitgedächtnis. Das machen wir mal. Was haben wir jetzt den Safe dann. Okay, damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Danke fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal bei Fallout New Vegas.